Liebe Zuschauer, wir begrüßen euch heute zum Altstadtfestival in Bautzen, welches erstmalig durchgeführt wird. Beginnen möchten wir hier auf der Schulstraße mit einem Geschäftsjubiläum 50 Jahre Uhren Kral in erster Generation. Angefangen hat alles mit diesem Kinderwagen, der im Eingangsbereich zu sehen ist. Dieser Erlös aus diesem Kinderwagen war der Grundstock für den Laden, der vor 50 Jahren durch Heinz Kral eröffnet wurde. Lasst uns mal reingehen. So, meine Zarte. Jetzt müsste da einer mal von vorne anfangen. Hallo, ich grüße dich. Hallo, willkommen 50 Jahre Unternehmen. Ja? Wer schafft das heute noch? Na, du doch, sicher. Ja, ich bin 300 Jahre alt. 50 Jahre. Höhen und Tiefen erlebt haben. Na? Und das in einer Generation. So ist es. Mein Bürgermeister wird gekommen und gegangen sein. Über manche war er traurig, über den anderen hat sich gefreut. Das ist im Handel so. Schwere Zeiten, aber ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich wünsche den Geschäftsinhaber mindestens erstmal für die nächsten 10 Jahre Glück, gute Umsätze, nette Kunden. Ich freue mich, dass wir hier so bunt angezogen sind, dass keiner hier in Braun erschienen ist. Und ja, vermisst habe ich hier in Bautzen die Stadtwache. In Bautzen ist die Stadt zwar umgeben von einer Stadtmauer und da stand der Wächter und er hat darauf geachtet, wer rein und raus darf. Die Stadtwache ist verschwunden, da kann jeder rein und rauskommen, ohne zu kontrolliert zu werden. Du merkst schon, die Zeiten haben sich geändert. Aber trotz alledem werde ich auf meiner Drehorgel- oder Leierkast-Video lautet dazu sagen, früher habe ich die schweren Mühlsteine gedreht, brauche ich nicht, macht moderne Technik. Heute drehe ich den Leierkasten, die Drehorgel und möchte den Geschäftsinhaber, den Herrn Kral, ein kleines Ständchen spielen, ohne Gesang. Danke. Wir hören zu. Ja, jetzt sind wir hier auf der Platte und zu Gast bei dem Fest Bautzener Frieden. Wir haben uns einen Gesprächspartner gesucht, der uns gleich noch mal ein paar Fragen dazu beantworten wird. Erstmal herzlich willkommen, Herr Dr. Böhmer. Ja, herzlich willkommen. Wir feiern das Fest Bautzener Frieden. Es gibt eine ganze Menge Aktionen, die hier stattfinden und wir wollen uns auch dafür einsetzen, dass wir weiter friedlich in dieser Stadt leben dürfen. Wie ist so Ihr Eindruck, was die Bautzner hier dabei empfinden? Zunächst haben wir ein sehr schönes Stadtfest, das mit sehr viel Ehrenamt vielen Vereinen möglich gemacht worden ist. Dafür gebührt unser herzlicher Dank. Leider ist das Wetter noch nicht perfekt. Und dem Bautzner Frieden natürlich, dass die Bemühungen der Menschen, die sich hier engagieren, Früchte tragen, dass der Frieden wirklich in der Welt erhalten wird und in die Welt getragen wird. Dafür wünsche ich den Beteiligten Gottes Segen. Da bedanken wir uns alle ganz herzlich und wir hoffen auf eine weitere friedliche Zukunft auch in Bautzen. Ne? Dankeschön, wünsche ich Ihnen auch. Ja, und ich habe jetzt gleich nochmal einen Gesprächsgast, der in der ganzen Szene drin steckt und der wird sich gleich mal selber vorstellen und ein paar Ziele und Aufgaben der ganzen Bewegung auch nochmal nennen. Ja, ich bin Michael Ubel, ich bin im Vorstand vom Bautzener Frieden und wir machen jetzt das 5. Friedensfest hier. Am 1. September. Der Bautzener Frieden hat sich im Jahre 2015 gegründet.
Grundlage war der Friedensvertrag auf der Ortenburg, der sich ja dieses Jahr zum 1000. Mal gejährt hat. Und unser Ziel ist es eben, den Frieden zu erhalten. Und wir versuchen das mit verschiedenen Aktionen. Wir zeichnen zum Jahrestag der Unterzeichnung des Friedensvertrages auf der Ortenburg immer Persönlichkeiten aus, die sich besonders für den Frieden engagieren. Wir veranstalten immer am 1. Juni ein Kinderfest in Bautzen und am 1. September machen wir immer ein Friedensfest. Und es ist bis jetzt immer sehr gut angenommen worden. Wir versuchen auch über Frieden aufzuklären, über Sachen, die gegen den Frieden sprechen und versuchen eben mit unserem Verhalten auch zum friedlichen Leben in dieser Stadt beizutragen. Und das haben wir besonders nötig, ne? Wenn man die ganzen aktuellen Sachen hört. Wir wollen hier einfach friedlich miteinander leben. Genau. Ganz normal. Genau so ist es. Das ist auch unser Ziel und dafür setzen wir uns auch ein. Wir bedanken uns für das kleine Interview und wünschen noch viel, viel Erfolg hier bei dem ganzen Fest und viele, viele interessierte Gäste. Einen schönen Tag noch. Ne? Danke. Und wir melden uns jetzt hier von der Heerenstraße und erleben eine wunderbare Mondschau. Ein tolles Modell läuft gerade an uns vorbei. Schon etwas für die herbstlicheren Tage gedacht. So, jetzt sind wir hier im Wendischen Kirchhof. Und ganz in der Tradition des Wasserkunstfestes gibt es hier natürlich etwas zu essen und zu trinken. Und da wollen wir gleich mal fragen, was ihr hier Schönes im Angebot habt. Hallo ihr Mädels hier, sagt doch mal was, was habt ihr im Angebot für die Bautzner? Wir haben lecker hausgebrautes Bier, selbstgebrannte Schnäpse, lecker Kesselgulasch, auch hausgemacht alles. Drei Sorten Bier, ein lecker Roggenbier, ein Bockbier und ein Pilsner. Und Mensch. Ein mediterranes Fladenbrot. Für die, die nicht so viel Fleisch mögen, können auch vegetarisch bei uns essen. Super. Also hungern und frieren braucht hier keiner und durstig nach Hause gehen, ne? Genau. Kommt einfach mal gucken. Es wird ja sicherlich nicht das letzte Fest sein, oder? Sind wir bei der Gruppe Firletanz und wir hören gerade gar nichts. Was ist hier los? Ja, was ist hier los? Eine gute Frage. Und zwar hinter uns in der wunderschönen Michaeliskirche findet gerade eine Taufe statt und aus dem Grund haben wir natürlich die Musik sehr, sehr leise gemacht, runtergefahren, um ja, diesen andächtigen Moment da nicht zu stören. Geht noch ein paar Minuten und dann werden wir die Regler ein bisschen nach oben schieben und dann wird es feinste Lounge-Musik bei uns hier zu hören geben. Das Wetter hoffe ich mal wird auch noch ein bisschen durchhalten oder noch ein bisschen besser werden und dann hoffe ich mal, dass noch viele Leute, die hier im Altstadtfest gerade sind, auch zu uns den Weg finden. Ja, also wir haben jede Menge Leute gesehen und eine Modenschau, die, sagen wir mal, auch gut besucht ist. Okay. Ja, und vielleicht kommen wir nachher nochmal vorbei, ne? Gern. Wie gesagt, wir machen heute Abend bis 23 Uhr hier. Seid gerne alle herzlich eingeladen dazu. Dankeschön. Bis später. Bis später. Wir sind jetzt hier im Wendischen Kirchhof immer noch und haben einen sehr interessanten Stand gefunden. Den Beitrag von dem kleinen Jungen habt ihr ja vor uns gesehen. Und jetzt wollen wir nochmal die Macher dazu befragen. Wer seid ihr und was macht ihr?
Wir sind Outdoor-Sport-Events und wir machen Team-Events und aktive Rahmen für jeden Anlass. Und wie kann man euch buchen? Wir sind unter outdoorsportevents.de zu finden oder auch über Bautzen-Info kann man bei uns vom Geburtstag bis hin zur Firmenfeier und zur Tagung alles organisieren und buchen. Ja, das klingt vielversprechend. Und wenn die Eltern noch nicht wissen, wie der Geburtstag des Kindes irgendwie über die Bühne geht, am Ende des Films wird dann die Adresse nochmal und die Kontaktdaten eingeblendet. Vielen Dank. Und jetzt sind wir auf dem Reimannweg, auf dem Weg zur Ortenburg und genießen ein bisschen die Ruhe. Tag, Sie haben einen wunderbaren Schirm mit, aber ich sehe gerade, das ist gar nicht Bautzen. Woher kommen Sie denn? Das ist Wolfenbüttel. Wolfenbüttel ist im Süden von Niedersachsen. Und ja, ich bin gerade auf Urlaub und wollte mir mal Bautzen anschauen. Na, das ist aber toll. Und wenn ich so sehe, da kommen Sie aus einer Gegend, wo es auch viele alte Häuser gibt. Ja. Also Wolfenbüttel hat auch ganz viele Fachwerkhäuser, die saniert worden sind im Laufe der Jahre. Mhm. Und auch da kommen viele Touristen hin. Und ja, wir hatten vor 2 Wochen 950-Jahr-Feier und da waren wir auch mit dabei. Das war auch sehr, sehr schön. Und wir hoffen mal, wir sind 2 Tage hier, dass das Wetter demnächst noch mitspielt und wir auch noch ein bisschen Sonnenschein in Bautzen erleben. Das wünschen wir Ihnen ganz herzlich und wir haben rein zufällig heute unser erstes Altstadtfestival und unsere 1000-Jahr-Feier, die liegt schon ein paar Jahre zurück, die haben wir im Jahr 2002 gefeiert. Ja. Da waren natürlich ein paar mehr Leute unterwegs, war auch ein bisschen besseres Wetter, muss man dazu sagen. Aber wie gesagt, morgen kommt natürlich die Sonne raus, haben wir einfach so bestellt. Eigentlich schon heute, aber die halten sich ja nicht dran. Ne? Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit hier in Bautzen. Ja, danke schön. Vielen Dank. Gerne. Ja. Und ich hoffe mal, dass wir noch ein paar Sonnenstrahlen hier abbekommen. Ich kann mir das auch vorstellen, dass es hier auch bei Sonne ganz toll ist. Ja, hatten wir wochenlang, aber keinen Regen. Wir auch. Von daher sind wir gar nicht so unglücklich, dass heute ein bisschen Nieselregen ist. Gut. Also dann eine schöne Zeit noch in Bautzen. Ja? Vielen, tschüss. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Jetzt sind wir hier auf der Ortenburg im feinsten Mittelalter. Bei Essen und Trinken, Handwerk und anderen, Badezuber und sonstigem. Ja, gibt viel zu gucken. Und jetzt gehen wir auf die Schlossstraße. Thank you.
Ja, jetzt sind wir wieder hier am Hauptmarkt angelangt und wollten eigentlich hier unseren kleinen Rundgang beenden. Es sind noch viele Leute unterwegs und haben eigentlich noch ein bisschen Spaß. Leider hat das Wetter nicht ganz so mitgespielt, aber vielleicht wird es morgen besser. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.